So, meine Lieben, die Bergpartei, wir hatten es vorhin schon erwähnt. Und die Mieterpartei, wir sind 20 Gruppen. Und die Mieterpartei, da sind auch bei der Bergpartei Antifa-Vereine mit verknüpft. Die Bergpartei hat letzte Woche noch gesagt, hey, wir distanzieren uns davon räumlich auch und ist dort hinten in die Ecke. Und ich denke, dadurch hat man gar nicht so richtig wahrgenommen, dass es da eine Gegenstimme gibt. Das habe ich auch letzte Woche erwähnt, dass das schade ist. Und heute haben sie hier sich mitten auf die Wiese gestellt, zeigen Präsenz. Ich bin sehr froh, dass ihr da seid und glücklich darüber. Ich hab's noch viel geiler. Gestern waren wir ganz alleine hier. Da waren nur die Polizei und die Presse hier. Da haben wir den Platz für uns genutzt. Da haben wir gezeigt, dass Rosa Luxemburg von Nazis ermordet wurde. Und das purer Antifaschismus ist. Und das muss übertragen werden. Das müssen alle eigentlich leben und sich nicht hier mit rechten Verschwörungstheoretikern nebeneinander hinstellen. Das ist wie ein angeschimmeltes Brot, das esse ich nicht. Weil die Fäden, die negativen Gedanken ziehen sich bloß durch den Körper. Und dafür stehen die Leute hier draußen, die vermeisten, weil die sind auch nicht rechts, aber die lassen sich verführen. Aber das ist nicht gut, deshalb man muss immer, man weiß doch, wenn ich dir nichts antue, tust du mir nichts an und wenn jeder miteinander so umgeht, wäre geil. So. Darf ich dir an der Stelle ein Feedback geben von ein paar Leuten, die ich letzte und diese Woche getroffen habe? Also ganz viele Leute, die ich hier getroffen habe, waren auch wirklich ganz viel linkstendenziöse Menschen dabei, die es einfach zum Kotzen fanden, dass die Rechten hier über die Wochen aufgekreuzt sind und einfach mit ihrer Person gekommen sind, um die Quote zu pushen, um die zu verdrängen, um denen zu zeigen, wir wollen euch hier nicht, ihr seid hier nicht erwünscht, denn Rassismus und Freiheit für alle, das geht nicht unter einen Hut. Das ist ganz klar. Und ja. Deshalb da, man hat ja das demokratische Recht, wenigstens 20 Leute eine Anmeldung zu machen. Das haben wir gemacht, das haben wir haben uns das Recht genutzt. Sehr geil. Nutze gemacht. Und das müssten die Leute machen, da könnten ja überall an jedem Eingang eine kleine Demo sein mit 20 Leuten, mit Abstand, Hygieneverordnung, und da kann jeder seine Meinung äußern. Wenn das tolle und liebe Meinungen sind natürlich. Nichts Rechtes. Sind einige dabei, macht euch da keine Sorgen. Ihr seid auch hier richtig und ihr seid nicht nur von Verschwörungstheoretikern und rechten Extremisten umgeben hier drumherum. Das steht ja niemand auf der Stirn geschrieben, nur durch Kommunikation. Richtig. Kriegt man es raus. Möchtest du auch noch was sagen? Also, für viele Leute, die es sind, die wollen was Gutes. Aber hier ist ein Platz, der geschichtsträchtig ist. Rosa Luxemburg ist von den Nazis ermordet worden. Das war 1919 gewesen. Und hier rechtete Gedankengut ist in unserer Zeit leider wieder salonfähig geworden und ist hochgefährlich, dass da rechts immer Krieg und Leid gebracht haben. Es ist geschichtlich alles untermauert. Ja. Kein Zweifel. Ja, ganz klar. Deswegen ist es wichtig und schön, dass ihr hier seid und eure Stimme erhebt. Es ist wichtig, dass jeder linke und vernünftige und freiheitsliebende Mensch, der gegen Rassismus ist, auch hierher kommt und euch den Rücken stärkt, denke ich. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und die Demo, die Unterwanderung von rechts, absolut gestoppt werden kann. Also den Gruppen, momentan sind wir 20 Gruppen, die, wenn alle da sind, mit einer Person vertreten sind, wegen diesen 20 Leuten. Wir können nach einem Rotationsprinzip arbeiten, wenn mehr Gruppen dazu kommen, dann können wir uns austauschen und halten trotzdem alle Auflagen ein. Cool, alles richtig gemacht und dann läuft das auch, ne? Ja, klar. Ich finde es toll, dass die Rosa Luxemburg Bühne keine Kulisse bieten will, deshalb auch sich in Schwarz verhüllt, dass auch das Wort voll nicht missbraucht wird, hat einen anderen Ursprung. Weil hier haben alles mal ärmere Arbeiterleute gewohnt, dafür war ja die Volksbühne auch gebaut worden, dass die auch mal Kultur erleben. Und ich finde es schade, dass die Linkspartei gegenüber sich relativ spät erst mit Transparenten geäußert hat. Die hätten gleich nach der ersten Woche hätte Lederer doch sagen können, das ist unser Platz, das ist ein kultureller Platz, hier wird nichts stattfinden. Ja, man muss jetzt dazu sagen, dass die Demo ja nicht am ersten Tag sofort rechts war. Die war ja von Herrn Anselm links angemeldet und wurde innerhalb kürzester Zeit fieserweise von Menschen, die wir hier nicht sehen wollen würden als freiheitsliebende Antirassisten, unterwandert. Weshalb natürlich auch nicht von Anfang an so ein Geht-Heim Sinn gemacht hat. Stück für Stück macht es Sinn. Aber jetzt zum Beispiel, wo ihr auch hier da seid, ich finde nicht, dass ihr heimgehen solltet. Bleibt da, kämpft weiter und entsprechend... Ja. Sorry, ich erzähle sehr viel, weil es mir im Herzen steht und weil mich das traurig macht.
ist emotional. Wie wir Menschen miteinander umgehen, wir wissen, was richtig und falsch ist, dass keiner auf der Straße leben bräuchte, dass keiner verhungern bräuchte. Was machen wir jeden Tag? Wir lassen andere über uns entscheiden und versuchen, nichts zum Guten zu bewegen. Mit legalen und mit unseren Mitteln, die wir möglich haben, die wir nutzen können. Initiativen gründen, in Parteien gehen, die toll sind, nicht die AfD-Scheiße, sondern eher in kleinere und da unterstützen, dass die Bürger wieder partizipieren können und dass die wieder in die BVVs in Berlin reinkommen. Finde ich gut. Wart ihr gestern unterwegs und habt ihr mitbekommen, was mit Herrn Anselm Lenz passiert ist? Ja, er hat uns vorher noch interviewt, ihr habt. Nein. Der von der Heute-Show war hier, ne? Anselm Lenz ist bei, wir standen da drüben, ich habe dem von der Heute-Show ein Interview gegeben und da ist Anselm Lenz hinter uns sozusagen abgeführt worden. Okay. Und hat protestiert. Der hat doch gestern Zeitung rausgeschmissen, ne, aus einem Taxi. Angeblich hat er die Zeitungen auf die Polizei geworfen, habe ich gehört. Und davor wurde er dann als tätlicher Angriff gewertet, abgeführt. Und wurde auch ewig lang auf dem Revier nachts gehalten, auf eine andere Station überführt. Er kam 2-3 Uhr nachts frühestens raus. Ich habe Journalisten getroffen, die darüber berichten werden. Da findet sich dann was in der Presse. Sind wir gespannt. Ja. Die eine Meinung ist zum Beispiel, dass er es darauf angelegt hat, verhaftet zu werden, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Meinung habe ich im Internet auch schon gesehen. Die Rechten durften ja gestern ja nicht her. Der wollte bloß mal auf den Platz mit zu uns. Der wollte nur mal gucken, was hier abgeht. Bisschen Fame abgreifen. Nee, also ich sag mal so, Herr Anselm Lenz hat schon ganz schön in seiner Reputation gelitten in den letzten Wochen. Ich gönne auch ihm ein bisschen Rehabilitation. Er ist ja kein Nazi. Also wollen wir mal nicht einfach verurteilen. Nice. Journalist mit vielleicht paar abstrusen Gedanken, aber da steckt in uns Menschen ja drin. Ne? Abstruse Gedanken manchmal zu haben. Ist nur für was man sich benutzen lässt. Ist doch nett, ne? Pippi Langstrumpf. Lustig, ich verstehe euch leider kaum noch. Immer so viele Menschen, wie zusammenkommen, so viel Meinung wird es auch geben. Pluralismus, das ist Demokratie. Ich denke halt natürlich, eine linke Demonstration ist an sich eine selbstgewählte linke Bühne. Und auf einer linken Bühne, dass da dann Nazis rumhüpfen, das kotzt uns alle an. Und ich denke, in Zukunft werden wir gemeinsam schauen, dass sowas nicht mehr passiert. Jede Woche an. Vorher okkupieren, das, weil dann muss ja die Polizei uns beschützen. Da müssen die ja immer alles absperren. Das heißt, und ich denke auch, viele der Polizisten sind froh, wenn sie sich dann nicht mit Rechten oder Verschwörungstheoretikern auf eine Seite stellen müssen, weil wir Linken schneller waren. Ja. Und hier Einstufungen generell fände ich auch nicht so toll. Schubladen ist nicht so toll, weil Menschen sind individuell und hier sind unterschiedlich. Manche lassen sich verführen, verblenden. Hier wie bei dem Film Die Welle zum Beispiel, da sieht man, wie schnell sowas geht. Ganz normale Leute sind plötzlich ganz merkwürdig drauf. Und hier ist das denn nur die Außendarstellung oder ist das, dass sie wirklich verändert wurden? Wie denkst du? Man hat ja immer gewisse Einflüsse, mit welchen Menschen man sich umgibt, mit wem man redet, mit welchen Philosophien man sich auseinandersetzt. Selbst im Christlichen war es so gewesen, da hat man Saulus, der zum Paulus geworden ist. Er war erst ein Verfolger gewesen und ist dann Mitstreiter geworden. Und so was gibt es überall denn auch, weil wir sind Menschen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar AfDler, die hier gemerkt haben, dass die Werte, Freiheitswerte und Grundrechtswerte, die sich wünschen, eigentlich viel mehr eigentlich von der linken Seite repräsentiert werden und mal zu uns rüberrutschen. Kann ja auch passieren. Wir gehen ja auch mit gutem Beispiel voran, friedlich, freundlich, sympathisch. So sollte es sein, so demonstriert man. Wir sind für Frieden, weltweiten Frieden. Wir sind dafür, dass alle Menschen in Frieden. Und wenn nur ein Land im Frieden ist und wir auf Kosten der anderen Länder leben, das geht nicht. Das ist höchst unanständig. Ja, das ist dieser Raubtierkapitalismus. Gegen den darf man auch gerne mal demonstrieren. Und selbst wenn das nur im Kopf ist, dass man jemandem was wegnimmt, so wird schnell schuldige Leute gefunden, die für alles halt schuld sind, weil es einfacher ist, sich Gedanken darüber zu machen, wer die Adressaten eigentlich sein sollten. Weil wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Richtig, da muss man wachsam bleiben. Trotzdem muss man aufpassen, dass man sich, wie gesagt, nicht neben angeschimmeltes Brot stellt, weil da zählt man schnell zum angeschimmelten Brot. Ja.
Ich denke, sich zu distanzieren ist wichtig und jeder, der hierher kommt, möchte das ja auch. Ihr dürft nie vergessen, man darf keine Schilder tragen, keine Banner. Man darf sich quasi eigentlich nicht distanzieren, außer durch Worte und aktive Taten. Aber ich denke... Die Märchen von damals, die waren sehr weise gewesen. Wenn man da sieht hier mit dem Wolf und die sieben Geißlein, da hat der Wolf Kreide gefressen, hat sich ein Fell umgeschwungen und dann haben sie die Tür eröffnet, dann haben sie ihn vertraut und trotzdem war halt ein Wolf gewesen. Und dann ist er im Haus, so sieht's aus. Deswegen, also ich glaube, wir haben es noch gerettet. Der Großteil der Leute hier ist ein entspanntes Völkchen. Ich habe ja auch letzte Woche Interviews gemacht. Und schön, dass ihr dabei seid und dass wir gemeinsam für eine gute Zukunft hier auch auf dem Platz kämpfen. Genau, für Frieden und Solidarität. Für Frieden, Solidarität, Freiheit, Grundrechte gegen Rassismus. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke. Macht's gut, danke fürs Interview. Die Bergpartei.